Ich habe eine kleine Frage gerade hier über Vinyl zu MP3. Das ist jetzt noch nicht gemacht. Das ist eine kleine Live-Demo. Kurz über mich, mein Name ist Thomas Klausner. Meine Webseite und Twitter-Dings. Ich mache eigentlich, also mein Hauptjob ist voll programmiert, Datenbank, Backend, Zeugs, also schreibe so Code dafür. Es gibt schon ein paar Code, aber halt, das ist nicht so. Ich bin quasi der Anführer von DNFM, also den Wiener Ballmonger, also wenn sich interessiert mit Ballprogrammieren oder so, ist ja auch eine Gruppe, die sich ab und zu trifft, außerdem weiß ich die DNFM noch beim Twitter-Feeder, das ist die Gruppe der Fahrradfahrer und Ballprogrammierer, was eine überraschend große Schnittmenge ist. Ja, ist schön. So schön. Logo hier, eine für 8 Backends, die sind gerade natürlich ausführbar, gibt es auch hier hinten. Übrigens, also im Postkreis, also mein zweites großes Ding, das ich meistens mache, also dann solche Kühe schreiben wie das hier, das ist mein Day-Job. Aber halt nicht nur, und auch währenddessen, ist Musik halt auch wieder ganz interessant dabei und das ist mehr vom Ding Scheitern, also mit Jüngern. Also ich kaufe relativ viele Schallplatten und so Leidwesen in einer Kategorie oder wieder quasi. Weil das halt relativ viel Platz braucht, schwer ist, wenn man umzieht. Lange nicht mehr. Das ist eine, also ein Grund, warum ich Platten auch sehr schön finde. Zum Beispiel sehr viele davon sehr schöne Covers. Also das ist, hängt mit dem Mundzimmer, das ist eine Vinylband, wo einfach nette Plattencover hängt, sind von ganz eigenen Logo, also die kennt vielleicht jemand. Bis zur aktuelleren Kurzkurazahlen, da haben wir schöne Plattencover. Also man kauft nicht Musik, sondern wenn man kriegt dann ein gutes Cover. Allerdings, sie sind nicht der praktische Fahrradfahren. Ja, also Datenspieler am Fahrrad nicht so super, schon ein bisschen das Zeug hier, also schwer am Fahrrad, wo ihr auch. Und auch bei vielen anderen Dingen ist es ein bisschen unpraktisch. Ja. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn die Musik auch als MP3 schleppen kann. Sehr viele Schallplatten, wenn man sie kauft inzwischen, also es gibt immer noch sehr viele Schallplatten, also das wissen ja auch nicht viele Leute, sondern Schallplatten kaufen, wenn sie produziert, sehr viele aktuelle neue Musik kann man auch Schallplatten kaufen. Und die kommt sehr oft entweder mit CDs, ja, über die Schallplatte und den CD dabei. Gut, kann ich jetzt nachrippen. So wie das hier aus. Oder häufiger noch mit Download-Codes. Ja. Da sind natürlich lustige Zettel dabei. Mit 50.000 verschiedenen Webseiten, die alle anders funktionieren, alle anders heißen, alle anders sind. Wo ein Code dabei ist, und die nehmen sich die MP3s runter. Ja. Gibt es wirklich viele davon, in verschiedenen Formaten. Meistens ist MP3, manchmal stehen auch so lustige Sachen drauf, wie das hier. And remember, your mind will probably outlive your hard drive. Also manchmal schreiben wir lustige Scherzchen vor, meistens sind das irgendwelche kleinen Schmierzettel quasi, wo dann die lustigen Codes drauf sind. Aber nicht bei allen Platten ist das so. Also es gibt genug Platten, die haben das nicht dabei. Zum Beispiel das ist hier, also das ist die neue Nino 7-Platte, die ist jetzt bei einem Motor rausgekommen. Gibt's natürlich auch, kann man ja auf CD kaufen oder man kann sich auch downloaden, wenn man sich auf Platte kauft, ist ja kein Download-Code drin. Okay? Das ist ein bisschen mühsam, weil man sich halt hier irgendwie so hinüber transformiert. Genau, außerdem gibt es natürlich haufenweise, also man hat nur zum Beispiel irgendwelche alten Platten von seinen Eltern bekommen, also cooles altes Zeug, das hier. Uma Guma von Pink Floyd, sollte man irgendwann kennen, oder Queen, auch sehr bekannt. Kann man natürlich, also wenn ich solche Platten habe, dann gehe ich eigentlich meistens zu BitTorrent und lade die Torrents runter, weil es mir zu mühsam ist, die Daten zu rippen. Die sind dann meistens schon alt, haben die Katze und so, eine Gebrauchsspuren drauf. Dann gibt es halt irgendwelche Videoplatten, sowas wie sowas hier, irgendwelche White Labels, ja, die kann man irgendwo kaufen, da steht nichts drauf. Irgendwelche Testpressungen. Meine Schüssel steht drauf, was ist in dem Fall, das ist eine wirklich schlechte. Aus BitTorrent, das war das eigentlich. Kann man ja mal testen, was funktioniert. Das ist eine wirklich sehr alte Thomas D. Hausmeister Extended Diskussion und so. Haben wir noch irgendwas oder ist nicht? Also es sind nicht viele Dinge, aber jetzt nicht so viele mit. Ja. Die gibt es wahrscheinlich auch wirklich gar nicht auf MP3. Selten, also die meisten Sachen gibt es inzwischen schon irgendwo im Internet. Also ich finde es die absurdesten Sachen auf Amazon zu kaufen. Also das hier zum Beispiel der Deep Switch. Eine klassische 1983 geschiedene Heavy Metal oder Metal Band, wo hinten vor allem das, also die Fotos von den Leuten an der Kunst Waffe zu kaufen. Ja. Also sowas wie Kiss für Arme, ich weiß nicht mehr. Musik ist eher okay, aber das Kabel ist, glaube ich, weird, aber kann man immer so noch kaufen als MP3 Download. Ja, also schade.
Da gibt es so viele Schönheiten, ja. Opus Live ist Live. Live-Aufnahmen von irgendwann, die man plötzlich verstehen kann. Gibt es wahrscheinlich auch im Internet, muss man vielleicht nicht unbedingt runterladen, aber es sind lustig solche Sachen, die zu kaufen, dann haben wir irgendwelche wilden Schallplatten. Ja. Das sind übrigens, diese Schallplatten heißen nicht 12-Inch-Schlüssel, normale Schallplatten. Oder ein cooles Zeug wie hier Vaulted Towers. Einfach quasi, ja, Vaulted Towers kennt hoffentlich jeder, wenn nicht, die sich anschauen. Sehr lustig. Das ist halt einfach ein Hörspiel. Ja. Oder auch andere Vorwerke, so ein Zeug wie das hier zum Beispiel. Ein Stiegen drauf. Das sind Originalaufnahmen zum Beispiel drauf von Kurt Schwitters selber. Ja, Kurt Schwitters spricht an einem Buch. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch irgendwo Mittel zum Runterladen, aber manchmal halt nicht und nicht jeden Scheiß. Also es sind dann viele, viele Regen, lustige Sachen drauf. Ja, also es ist ganz nett, ab und zu Schallplatten zu kaufen. Es gibt dann auch noch Tendinges, dieses Format hier. Das ist vor allem für EPs oder für nicht ganz so lange Platten. Und natürlich, was jeder kennt, 7-Inches Singles. Nur gegeben hat. Die hier zum Beispiel, also die wird danach kurz als Live-Demo gerippt, ist, die habe ich in Kiew gekauft, also noch vor dem Bürgerkrieg und dem ganzen Spaß dort. Das ist halt irgendwie auch so ein Test-Pressing, 100 Stück, limitierte Auflage. Ich meine, das ist nicht die Teufel, die limitiert ist, aber es ist halt ein nettes Andenken an Kiew, gegen eine vierte Platte mit ukrainischem Minimal und Hard Noise zu bauen. Ja. Und die gibt es halt nicht im Internet. Also die muss man dann auf diese Art und Weise irgendwie hinüber. Okay, damit geht es jetzt dann in den meisten diesem Vortrag. Also der Input ist natürlich offensichtlich keine Schallplatte. Und der Output soll seinen Aufmerksamkeit betreißen, mit IFB-Tags, wie sie irgendwie abspielen kann, und schöneren Dateien haben. Ja. Aber kurz zur Hardware, also Platte haben wir schon gesehen. Gibt es hier offenbar, wir haben das noch mitgebracht. Hier ist sogar die Foto drauf, das sind Produkte. Platte PD, jeder hat eine Rille drauf, eine Rille. Manche Platten haben mehr Rillen, das ist auch selten, oder es gibt Platten mit prozentbildlichen Rillen, die haben dann quasi einen endlosen Beat. Es gibt weniger Platten, spielen sie von hier nach außen, also ein paar Leute machen ein lustiges Zeug. Und auf der Platte ist halt jetzt auch mehr, aber von neu ist zu viel Zeit. Okay. Was lustig ist und was auch nicht so viele Leute wissen, also das ist die Platte, das ist vielleicht nächstes Ding ist auch ein Plattenspieler. Ja, also das Ding hier ist ein direkt getriebener Plattenspieler, also was wir auf DJs verwenden. Der hat keinen Gürtel, also kein Bandstripe, sondern hängt direkt dran. Da startet er theoretisch schnell. Oder der schon so alt und kaputt ist, dass er nicht mehr sehr gut startet. Ja, also das ist nicht mehr ein gutes Beispiel dafür. Inzwischen gibt es auch zu kaufen, Plattenspieler. Das Lustige am Plattenspieler ist, das Ding braucht keinen Strom. Ja? Also ich kann das hier abschalten, der Plattenspieler hat jetzt keinen Strom, aber ich kann sozusagen das Mischpult hier wenden. Geht das Ding trotzdem. Okay, deswegen, weil hier vorne ist, vorne ist der Tonabnehmer, der hat eine kleine Nadel drauf, Plattennadel, kennt man hier schon gehört. Die wird von in der Rille in Schwingung versetzt, produziert Induktion. Der Strom geht auf diese Kabel hier in den Mischpult hinein. Das ist der zweite Punkt, den man braucht. Man braucht einen Mischpult, das ist ein Vorverstärker. Weil im Gegensatz zu etwas, Getreide und sowas, hat man alles Line als Output, wir haben diesen Kegel, Plattenspieler das nicht, der ist unverstärkt, da kommt ein sehr kleines, leises Signal durch. Deswegen muss das von irgendwas vorverstärkt werden. Ja. Dabei geht es aber ohne Strom. Ja. Also wenn man sich ein Grammophon vorstellt, ein altes handgetriebenes Ding, das geht vollkommen ohne Strom. Das geht durch die Kurbel, durch diesen großen Trichter, der den Ton verstärkt. Genau. Also ich habe hier ein furchtbar altes, schrottiges Mischpult. Das ganze Equipment hier ist wirklich uralt. Ich habe immer die Zeit mal gekauft, das schnellste Ding auch zu tun. Aber es funktioniert noch, ich habe keine Lust, das Neues zu kaufen. Vorverstärker ist wieder wichtig. Ich habe dann hier noch jetzt ein USB-Audio-Device, sowas hier, quasi eine USB-Soundkarte, eine externe. Ist nicht strictly necessary, also man könnte das Ganze direkt an den Computer anstecken. Das Problem ist ein bisschen, dass halt die Soundkarten in den Laptops vor allem halt nicht so super sind, weil man auf dem Hintergrundgeräusche vom Computer oder von der Festplatte oder so. Also jetzt nicht, aber die haben keine Lüfter auf den Festplatten, wenn die Laptops oder war das so. Und im Prinzip, wenn man sich jetzt dazu gibt es beim Rover oder irgendwo so ein Plattenspiel zu kaufen, die auch gleich einen Digitalausgang haben, die haben das und das gleich drinnen eingebaut. Ja.
Die Datenspieler werden in der Trainer einen eigenen Powerstecker, weil in der Trainer auch gleich USB-Soundkarte und steckt den Datenspieler über USB-Tisch den Computer an und kann auf die Art dann möglichst ein Zeug skippen, ohne da das ganze Zeug zu haben. Und dann auch spart man sich ein bisschen Laptop auch auf und schildlos noch Kabel kann. Jetzt sind sie nicht so viele, aber halt Kabelsalat oder so. Wenn man sich jetzt ein Kombinationsgerät kaufen würde, wäre das ein eisernes Gerät drin und man hat einfach nur USB-Anstecker und kann auf die Art. Das ist jetzt das ganze Set, was man hier auch nochmal sieht, aber man ist sicher, ob es auch wirklich scharf ist herzuschleppen. Aber ein paar daran hängen, das funktioniert. Und so kriegt man fröhlich seine Musik. Softwaremäßig halt interessant. Also das Hauptding, das ich verwende, ist Audacity, wenn man darüber sprechen mag. Ist eh quasi recht bekannt oder kennt ihr, für allgemeine Sachen verwendet. Ist im Prinzip ein Audio-Editor. Also mit kann mehrere Spuren aufnehmen, kann 100.000 Features. Ich verwende eigentlich im Prinzip nur die Audio-Aufnahme-Geschichte da. Zeigt das noch ganz kurz durch, dann kommt die großartige Live-Demo. Also das ist so, wie das Ding ausschaut, wenn man das aufgenommen hat, man sieht dann halt den Aufnahmepeak und die einzelnen Tracks und kann dann nachher so also durchgehen und sozusagen, das ist der Trick, den ich dann auch irgendwann gelernt habe, immer sozusagen einen langen Track, weil so eine Schallplatte kann ja auch, keine Ahnung, also ein Single meistens eine Intro-Seite, weil eine ganze Platte hat dann 10 Lieder auf einer Seite oder sowas, die mag man dann in einzelne Stücke schneiden. Da könnte man jetzt irgendwie mit Copy und Paste herumtun und den einzelnen Track ausprobieren und so, aber viel einfacher ist es, einen Label-Track anzulegen, also bei Ihnen hier. Und dafür kann man dann markieren, wo die einzelnen Tracks anfangen. Es gibt dieses Ding auch, das nennt sich Silence Detection, also das ist ein Plugin quasi, das kann man drüber laufen lassen, das erkennt automatisch, wo die einzelnen Tracks anfangen oder aufhören. Sind überhaupt nicht miteinander, also vielleicht habe ich es auch nicht richtig konfiguriert. Also man sieht hier, es gibt ein paar so Regelungen, die man umfutschen kann. Aber dann gibt es ein größeres Problem, ist das gerade, also wenn sich so eine alte Platte oder eine, also eine super frische Platte anschaut, ich meine, das ist, man sieht es vielleicht schlecht, vielleicht sieht man es, aber ich habe es nicht mal gesehen. Also auf den Platten sind ja so quasi, man sieht ja, wo das eine in das andere aufhört, weil dazwischen so eine kleine Pause ist normalerweise. Muss nicht sein, also es gibt auch Platten, die haben quasi einen durchgängigen Track drauf und haben trotzdem solche Pausendinger oder andersrum Platten, die haben Pausen drauf und man sieht sie nicht. Das ist immer wieder ziemlich zart, dann rauszufinden, wo eigentlich das Ding anfängt oder nicht, vor allem irgendwelche Elektronikzeugs, wo die dann vielleicht doch lustig ineinander übergehen und dann hat man eigentlich keine Ahnung, wo jetzt welches Bild die anfangen würde. Also bei solchen Liedern hat sich alles entdeckt, sowieso überhaupt gar keine Chance. Ja? Bei einem, zum Beispiel einem durchgängigen DJ-Mix, wo trotzdem fünf wieder anfangen. Oder bei einer wirklich alten Schallplatte, wie sowas hier. Die hat schon einiges an Staub, die hat aber keine Silence. Ja. Da knastert und nichts die ganze Zeit. Und entweder Silence entdeckt für nichts, oder sie findet dann 2000 Tracks. Weil sie nach dem Knacks sagen, ah, man kriegt dann 27 Knacks-Tracks, was nicht wahnsinnig spannend ist. Immer, ja. Also mache ich das eigentlich meistens manuell, dann gebe ich dann durch die Regierung die Demo erst zusammen. Aber vielleicht mal, ich da irgendwie. Also, da rennt ihr auch einmal das erste hier. Und die eine Platte habe ich hier noch gar nicht gegeben gehabt, das wollte ich eigentlich hier machen. Damit ich auch was Produktives aus dem Vortrag rausholen. Was auch immer so eine spannende Sache ist, gerade bei solchen Bierzeugs, ist, dass die manchmal schreiben sie nicht drauf, dass sie 33 oder 45 Umdrehungen sind. Und man erkennt auch die Musik nicht. Ja, also hier zum Beispiel. Beides, ja. In dem Fall ist es das, weil wir schon auch 33 Umdrehungen. Und das ist eben. Okay, das ist. Wie gesagt, das ist eine, diese ukrainische Experimentalplatte, die bestimmt die überhaupt groß kratzen. Oder nein, das ist schon ein Endrille, okay, das ist ein sehr kurzes Ding. Das heißt 45 Umdrehungen. Ist schon 33. Was vielleicht auch noch lustig ist, von wegen Datenspieler. Also was die DJ-Datenspieler so haben, was man ja auch nicht so oft sieht. Aber es ist ein cooler mechanischer Trick. Sie haben hier dieses
ziehen wir das rote Leuchten hier an. Ja, also da ist ein Stroboskop drinnen. Und je nachdem, ob die Platte sich in der richtigen Geschwindigkeit dreht, ist einer von diesen Punkten scheint quasi statisch zu sein. Ja, wenn ich hier den Pitch ändere, also über das, was sieht, dass sich die Punkte hier schneller bewegen, wahrscheinlich sieht man es nicht gut, aber ich muss sie nachher hier einfach mal anschauen. Ja. Also das ist ganz lustig. Das ist ein total analoger Geschwindigkeitsmesser, der super gut funktioniert, schon seit sie diese Technik erfunden haben, in den 80ern. Cool. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt das Ding hier. Ich drehe jetzt mal die Musik hier ab, damit wir uns besser hören können. Was auch noch natürlich immer tricky ist, ein bisschen, ist die ganzen Pegel. Also ich habe hier dann einen Pegel, natürlich hier einen Pegel, und wenn ich jetzt hier auch nochmal drücke, ziehen wir diese Waveform-Erscheinung, und wenn ich die jetzt irgendwie übersteuere, ist nicht so super. Also dann haben wir nachher halt Klippen und Knacksen auf der Aufnahme. Das muss man immer ein bisschen herumfuzeln, um einen Pegel zu finden, der irgendwie gut ist. Also nicht zu leise, dass man nichts hört, und aber auch nicht zu laut. Das, also im Prinzip sollen diese Wellen oben nicht anstoßen. Also die sollen irgendwie drinnen bleiben, und wenn sie oben und unten anstoßen, heißt das eigentlich, ist das eine Box, dass man nicht von der Box gegen die Boxenwand knallen würde. Ja? Das ist nicht gut für die Box, sondern auch nicht gut für den Sound. Also das würde irgendwie herumfuzeln und halt irgendwie einstellen. Das ist natürlich pro Platte anders. Da kann man dann auch an der Geschwindigkeit ein bisschen herumfutzeln, weil das ein alter Plattenspieler ist, so als passt die halbwegs. Jetzt gebe ich aber die Platten dann wieder in den Anfang zurück und lasse das Ding nochmal aufnehmen. So, jetzt fangen sie wieder an. Okay, also wir kleben jetzt mal diese Platte da auf und erzähle kurz noch ein bisschen weiter, das zeige ich dann auch kurz hier. Wichtig war, wie gesagt, dieser Track, wo man diese eine lange Aufnahme in einzelne Stücke zerschnipseln kann. Irgendwann habe ich dann gefunden, also auch mal ein bisschen suchen, links gibt es, das heißt Export Multiple, da kann ich sozusagen aus einer langen Datei viele kleine Dateien exportieren. Wo will ich hin exportieren? Was soll der Prefix sein? Also welchen Namen mag ich das haben? Also hier heißt das mal einfach gleich U und U, oder das war in der Testkiste. Und wenn ich das mache, einstellen, welche Qualität ich haben mag und was irgendwo welches Format und bla bla, also 5 Millionen tausend Einstellungen, mit denen bin ich happy. Dann kommt dieses nette Ding hier, wo er mich fragt, wie soll diese Datei heißen. Ja, also das könnte ich hier eintragen, Titel des Albums, Titel des Artists, Titel des Tracks und so weiter und so fort. Was natürlich notwendig ist, dass ich nachher schnelle Dateinamen und schnelle IDs für Tracks haben kann. Ja. Aber ist das sowieso in das Zeug sehr einzutippen. Kommt kurz später dazu. Also nur ich immer Ende, bis ich durch bin. Apropos der richtige Dateiname. Also der richtige Dateiname für ein MP3-Datei schaut so aus, und jeder, der was anderes sagt, darf gehen oder stillschweigen. Also wir haben hier einen Namen eines Verzeichnisses, also des Künstlers, bei Freddy's Cop, ein sehr guter, ein schwedischer Band, ein sehr zu viel. Den Namen der Platte, auch eine sehr gute Platte, der erste. Dann haben wir zwei Stellen die Ziffern für die Tracknummer, also 01, 02 bis 10, 20 oder so. Und hinten dran dann die Namen des Tracks, also der einzelnen. Ja. Was da vielleicht auch noch interessant ist, natürlich, also das heißt, wenn das nicht der Case Grace heißt, also Umlaute, so Verzeichen, Spaces kommen alle weg, wenn einfach anders kurz heißt. Also erstens, weil es halt so ist, ja, weil so soll ein Teil haben schon. Zweitens, es gibt genug irgendwelche crappy alten MP3-Player oder so, mit USB-Sticks, die mit irgendwelchen integrierten Dateien entwickeln können. Also Spaces in Dateinamen, sowieso verboten, Umlaute in Dateinamen, macht auch nicht wirklich glücklich, also so soll die Dinge auch schon. Ne? Gut, das heißt, wenn ich jetzt wieder zurück zu diesem System wollte, dann müsste ich jetzt die ganzen Daten eingeben, das ist ein bisschen langweilig. Also nicht nur Lowercase, A bis Z, du bist noch ein anderes Code. Alle anderen Schriftzeichen haben wir nicht nichts verloren. Nee, Minus kann ja auch reden. Was? Minus kann man auch reden, Minus wäre okay. Also, Minus ist akzeptabel, Punkt vielleicht auch, aber. Na, mehr Punkte, das vergeht die Minus heute. Stimmt. Es gibt jetzt ein cooles Ding, also ein bisschen eine Arbeit abnimmt bei dieser ganzen Thematik, das ist die CD-DB, die CD-Datenbank, die inzwischen freedb.org heißt, weil weiß ich nicht, alles an Google. Das ist so eine Webseite, wo eifrige Leute, also die ist schon sehr alt, also die ist auch schon seit mindestens den 90ern, also die ist älter als Wikipedia, meiner Meinung nach, wo Leute Metadaten zu CDs reinschreiben. Ja, also wenn ich eine CD habe, also ich habe ja keine,
Aber wenn die dann die reinlegt, so Trips oder so, dann tauchen manchmal Magically die Titel oder der Tracks und wann das CD rausgekommen ist auch. Das ist deswegen, weil die meisten CD-Programme diese CD-Datenbank vorher scannen. Also da wird von der CD selber quasi ein Fingerprint gemacht. Der Fingerprint wird an diese Datenbank geschickt. Die Datenbank schaut danach, ob sie so die Fingerprint an der CD kennen, und schickt dann zurück Titel und die eigenen Tracks. Ja. Ist ganz praktisch, vor allem wenn man sozusagen jetzt eine lange Platte mit den 20 Tracks hat und die nicht alle abgibt. So schaut dann das Ergebnis aus, was auf der Webseite anschaut. Die Webseite ist übrigens wirklich furchtbar und grottenschlecht. Die Suche ist eine Frechheit. Und, ja. Aber so als 10 dB-Dings funktioniert ganz gut. Also man hat halt einfach, man sieht, okay, das ist jetzt von der XX die letzte Platte, ICU, die hat 10 Tracks, braucht so lange, ist das ein System rausgekommen und diese wieder drauf. Wenn man sich das dann runterladet, indem man hier auf diesen netten Link hier klickt, kriegt man das in diesem wunderschönen Textformat. Ich weiß nicht, welche Art sich das ausgedacht hat. Also das sind die Kommentare, die so halb relevant sind und darunter dann so ein mini-artiges, ich weiß nicht, eine Liste von Key-Values, die das gleich getrennt. Ja, auf jeden Fall sind hier sozusagen dann die interessanten Sachen drinnen, die ich brauche, wie ich nicht händisch die ganzen Sachen einsetzen muss. Ja. Glücklicherweise gibt es dafür auch, also für Perl, die Sprache, die ich meistens verwende, gibt es ein Archiv von Google, so wie also, sie wir alle relativ gesprochen. Gibt es einfach nur das CDDB-File, mit dem kann man also eine Datei parsen. Also muss ich mich nicht selber beschäftigen mit diesem Format, sondern kann es nur verwenden. Ich kann einfach sagen, okay, hier ist eine Datei. Liest die wieder ein und sagen dann die ID von der Disk durch, sagen den Artist, den Title, oder gehe die ganzen Tracks durch und sage den Tracknamen und den Track-Title. Das ist halt ein Modul, das ich so habe. Gibt sicher für jede andere Programmiersprache auch. Und wenn nicht, ließ es sich wahrscheinlich leicht schreiben. Genau, so. Also im Endeffekt, wenn man dann sozusagen, wenn das mal fertig wäre, was es noch nicht ist, also das braucht man kurz. Ist das schon fertig? Das spielt ja noch. Hier sozusagen diese Waveform. Ja? Also ich zeige mal kurz, was ich zuerst geschrieben habe, manuell her. Ein ganz cooles Feature ist, was man sieht, natürlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist ein bisschen groß. Ich kann das, glaube ich, nicht anzoomen. Man kann hier in dieser Waveform herumtun. Zum Beispiel sagen, ich möchte das gesamte Zeug sehen, also nicht alles, was ich jetzt aufgenommen habe. Am Anfang, wie ich noch herumgespielt habe und die Wege eingestellt habe, das ist alles crap, das gehe ich mal hier her und lösche. Habe ich jetzt hier anscheinend ein Lied, ein zweites Lied, dann gehe ich dran, aber ich habe mich anders. Also, kann ich nicht ganz cool so hineinsuchen, mal wirklich die anderen zu finden, das lösche ich. Dann möchte ich jetzt einen Trackmark machen, das geht hier mit STRG-B. Habe hier einen neuen Trackmark und jetzt hier einen neuen Track markiert. Jetzt zoome ich wieder raus, dass ich alles sehe, lösche vielleicht hinten den Crab-Track. Mache hier noch einen Trackmark, also hier sieht man auch das Problem, sage ich mal, was ich zuerst beschrieben habe, dass die Silence Detection hier vielleicht funktioniert, vielleicht aber auch nicht. Also das kann sein, dass jetzt hier sozusagen einmal hier Silence Detector ist, hier noch ein kleines Knacksen gewesen, würde sich hier vielleicht nochmal oder auch nicht. Also es ist wesentlich einfacher, hier noch einzugehen und STRG zu drücken und den zweiten Track markiert zu haben. Jetzt habe ich meine zwei Tracks markiert. Export Multiple. So, das ist die Frage, wie heißt dieses Ding? Das ist bei solchen Abschluss-DB anscheinend muss gut. Geht da drauf. Oder an. Das könnte ich hier theoretisch die Metadaten eintippen. Das wird mühsam. Das sage ich aber noch danke, danke. Jetzt fangen wir hier alles zu probieren. Je nachdem, wie lange die Platte ist, braucht das länger oder kürzer. Weil es sind zwei kürzer, hier sind auch zu lange. Okay, danke sehr. Das sieht man nicht.
hier ist gerade ein Nein. Große Gläser. Also wird ein Nein gemacht. Für das Ding, die ich hier im Internet buche, in der CD-DB keine Sachen, deswegen wird ein zweites Ding gebaut, wo ich einfach ein kleines Feier mache, das ich Tracklist nenne. Da schreibe ich einfach wieder, wie die Platte heißt. Das ist gut. Wie der Künstler heißt, das ist hier die Werte. Ich habe es hier rausgekommen. Es ist auch immer wieder schwer herauszufinden. Manchmal steht so Platten drauf, manchmal steht nichts drauf, manchmal steht irgendwie nichts drauf. Hier vielleicht. Aber das war, wann war das? Das war 2014 ungefähr. Und jetzt kann ich auch die Namen der Tracks draufschreiben, die ich jetzt hier gerade gelebt habe. Und das ist hier von Juri Lugovs, die Track 1, das war ich, die von Fleisch des Markt. Wenn ihr jetzt eine längere Platte hättet, ich könnte die einzelnen Titel da reinschreiben oder hätte sie auf der CD-DB gefunden. Manchmal, wenn es eine sehr lange Platte ist, ich habe keine Lust, alles einzutippen, gehe ich auf Amazon, kopiere das Zeug rüber, schmeiße es hier rein, hört ich auf den Frame Rate auf. In der Regel jetzt eine kleine Extra da und die MP3-Files. Okay. Und da habe ich ein kleines Programmchen geschrieben, das gehe ich jetzt noch kurz durch, also wieder auf das Fenster raus kurz jetzt. Das ist gemandelt. Das ist jetzt eine, das ist relativ alt, das habe ich irgendwie vor, ich weiß nicht, 10 Jahren geschrieben oder sowas. Habe eigentlich gedacht, ich könnte das hier wirklich aus dieser Konferenz oder als Nachfalls exportieren, ist hier wirklich ausgegangen. Also ich sehe jetzt allein noch die eigene Version. Ich habe es ein bisschen durchgeputzt, damit es nicht ganz so grauslich ist. Ist nicht wahnsinnig lang. Ich glaube, wenn man Modul nicht braucht, also das CD-DB in beiden schon gesehen, MP3-Tag ist ein Modul zum Bearbeiten von MP3-Tags, Beinkommen zu kopieren und beides, Masterclass für beide Paare. Und Text und die Code ist ein ganz cooles Modul zum Entfernen von UTF-8-Characters aus Strings. Das Ganze sieht ziemlich jetzt wie Perl, also ich weiß nicht, ob ich hier programmiert oder nicht, aber das ist ein kleines Programmchen, das ich so schreibe, wo ich noch hier zuerst mal hart rotiert habe, weil ich zu lesen war, irgendwie anders zu machen, wo meine Unterzeichnis meine MP3s sind. Das heißt, zweimal MP3, das eine ist die Partition, das andere ist der Folder. Das heißt, immer brauche ich einen Artist im Alten und eine Liste von Tracks. Wenn es in diesem Verzeichnis einen File gibt, das FreeDB heißt, das wäre die Datei, die ich von der FreeDB runtergeladen habe, soll bitte from CDB aufrufen, die Funktion, die dann die ganze Sache vermittelt. Wenn es einen File gibt, das Tracklist heißt, soll diese Funktion aufrufen, die dann die ganzen Daten vermittelt. Wenn es keins von beiden gibt, habe ich die Scheiße gebaut und das sollte wieder abbrechen und mich darauf hinweisen, dass ich entweder das eine oder das andere machen soll. Das wäre das. Ja. Und dann, wenn ich diese Daten habe, möchte ich bitte haben, dass die Files umbenannt werden, so wie ich sie gerne haben kann. Das ist diese from CDB-Funktion, das FreeDB, habe ich das eben particular gezeigt, liest das File ein, geht die einzelnen Tracks durch, für jeden Track holt sich den Number und den Title den Track, pusht das Ganze in ein Array, also eine Liste, und gibt dann nachher den Artist, den Titel, das Jahr und die Liste der Tracks. Ja, die ist nachher am Ende da. Quite simple. Das From Checklist, so ein bisschen komplizierter, das ist das, was man eigenes File liest, dass ich das gerade mache, weil ich Handy gestellt gehabt habe. Liest das File, dort stellt sich, dass es unter dem 8 kodiert ist. Die ersten drei Zeilen enthalten, also die enthalten den Namen des Artists, den Namen des Albums und das Jahr. Die kommen hier in den Array hinein. Man könnte das auch kompakter und schneller schreiben, das ist quasi die einfache Art, wie wir halt verständlich ist. Also öffne den File-Handle, 1 bis 3 Mal, lies aus dem File-Handle eine Zeile in dieser Reihe hinein, jump, entfernt, new lines, was auch immer hinten dran, an Gabelstein könnte. Und dann gibt das die Zeile auf diesem Liste hier drauf. Der Folgeinhalt des Files sind die einzelnen Tracks. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Melodie von Tracks und wir treffen 1, lies weiter die Datei, entfernen die Newlines und push auf den Tracks Array,
die Nummer und inkrementierst nachher hinten rein, oder ein Postfix-Inkrement, ganz praktisches Ding, also es gibt ja aktuellen Wert zurück und inkrementiert dann gleich rein. Und den Namen des Tracks. Und im Endeffekt möchte ich hier wieder die ersten drei Sachen, also Titel, Album und Jahr, und die nächsten Tracks zurückgeben. Ja. Also, die Mikro, glaube ich. Okay, das ist dann die tatsächliche Funktion, wie das Umbenennen der Datei macht. Die ist ein bisschen lang, die habe ich hier auch ein bisschen aufgetan. Ich kriege bei der ganzen Funktion. Dann sage ich hier, ich möchte jetzt ein Verzeichnis anlegen. Das soll bestehen aus dem Root-Verzeichnis, wo ich meine Dateien abspeichere. Und den Namen des Arts, den Namen des Albums, ja, was ich zuerst gezeigt habe, Bad Fellas Drop, Based on a True Story. Ich habe ja da noch Nice Name drüber umgeschrieben. Das ist eine kleine Hilfsfunktion, die sicherstellt, dass da drinnen nur die von mir erwünschten Schriftzeichen drinnen vorkommen. Also die holt sich das Ding, macht das mal Unity-Code, das heißt, das macht sozusagen A mit einem Max V, ein A. Und entfernt den ganzen, also die ganzen, alles. Als der Bitcrap aus dem String. Und mit dem Ding stelle ich dann sicher, dass wirklich gar nichts mehr drin ist, was ich nicht haben mag. Ja? Also, so wie hier, ja. Substitute, Autos, mit Fahrrad, ganzen String, glaube ich. Da haben wir hier Substitute, alles, was nicht hier A bis Z oder Back oder eine Ziffer oder Underscore, mit Underscore, im ganzen String. Also, vor allem Regular Expression gibt es in allen Folgen gespannt, von der sieht überall gleich aus. Hat vor allem nicht erfunden, hat aber alles populär gemacht. Also, Yeah, regular expressions, so das ganze Ding kommt. Es gibt halt nachher den sauberen String zurück, also es geht jetzt aus sowas wie Umlaut. Ja, also aus Südfunk Stuttgart wird es halt nachher aus Südfunk Stuttgart. Ja. Alles kleine Stimmung mit anderes kostet. Okay, das heißt, im Endeffekt kriege ich jetzt einen schönen Namen. Das hier ist aus PathClass. Ein Tool zum Anlegen von Verzeichnissen und Files und so weiter und so fort. MKPath legt rekursiv den ganzen Verzeichnisbaum an. Das, wenn, selbst wenn es den Artist noch nicht gibt, wird das Artist-Verzeichnis angelegt, dann halt nachher das Verzeichnis auf der Platte. Dann lese ich das aktuelle Verzeichnis, habe eine Liste von Files, jede Reihe nach alle Files durch, wenn der Filename mit MP3 aufhört, gibt den Filename, also spring weiter, die übrigens jetzt Seite, sonst hauen wir es rein. Und sortiere die Files nach Dateinamen. Also, ich habe hier eine Liste von Dateinamen sortiert nach ihrem alphabetischen Wert quasi. Und wenn man sich das hier anschaut, wie das in Vorraum ist. Hier. Also, würde das bestehen aus M01 und M02 in dieser Reihenfolge. Das wäre jetzt sehr schön in Perl 6. Da ich dazu gekommen, dass ich jetzt noch die schiere Perl 5 Variante. Also ich habe jetzt zwei Listen, ich habe eine Liste der Tracks und ich habe zweitens die Liste der Files, die in derselben Reihenfolge sind. Das heißt, ich muss jetzt zwei Arrays parallel durchiterieren. Ja. In Perl 6 gibt es dafür einen eigenen Operator und die Trainingsfunktion, die das erlauben, dass ich aus zwei oder mehreren Arrays gleichzeitig zwei oder drei Items liegen, die quasi parallel und gleichzeitig in einem schönen Auflauf durchiteriere. In Perl 5 und die meisten anderen Programmiersprachen machen das dann so, dass man einfach sagt, okay, ich mache einen ganz normalen C-Style-For-Loop, also oldschool. Ich habe einen Counter, solange der Counter klein ist als die Anzahl der Elemente in der Liste, inkrementiere den Counter und solange das hier wahr ist, macht das, was hier drin steht. Das heißt, er holt sich aus der Liste der Files das dritte Element, also das erste, zweite, dritte Element, holt sich aus der Liste der Tracks das Element in derselben Position, also für das erste File den ersten Meter-Datensatz. Macht jetzt ein MP3-Tag-Objekt, das ist das Interface, damit ich ID3-Tags schreiben und lesen kann. Das ist eigentlich notwendig, keine Ahnung. Das wollte ich nur gut haben, damit man eine Version 2.4-Tags auch schreiben kann. Und dann gibt es eine kleine Methode, ab die Tags, wo ich das sind die Metadaten, also das ist jetzt in dem Fall der Titel des Tracks und die Tracknummer, ergänzt um die allgemeinen Daten von der Platte, also Artist, Artist und Bier. In dieser Datei hineinschreiben. Okay. Sobald das passiert ist, hat diese MP3-Datei schon eine eigene Freetext, wo das ganze Zeug drin steht. Ganz unten habe ich dann noch den Nice-Titel von dieser einzelnen Datei, wo ich Sprintf verwende, also ganz normales Sprintf. Ich möchte zwei Ziffern haben, die wollen wir einen String. Die zwei Ziffern sollen gefüllt werden mit dem Track-Number und dann hier dann wieder das Nice-Ding, was wir vorher schon gesehen haben, der schöne Name vom Titel dieses jeweiligen Albums. So kann ich dann
1 oder auf Uigo und MP3 produzieren und dann kopiere ich das File dorthin. Und wenn ich das gemacht habe, hört es nochmal so aus. Das Flat File ist auch drin. Ich nehme mal kurz die Live-Demo fertig und gut, so, wie war das? Wir haben das Skript hier auf. Ich habe da relativ viele verschiedene Preise hier drauf. So. Ich habe gestern aber die Doktor, deswegen ist das selber nicht ganz schön. Okay. Jetzt hat es anscheinend funktioniert und jetzt müsste es theoretisch in hier, ich habe vorhin nicht gesagt, dass ich vorhin nicht da war. Ich hoffe, ihr glaubt das. Hat jetzt hier sozusagen diesen Folder angelegt für die Künstler. Da drin ein Sendefolder für das Album, weil das quasi gleich heißt. Und hier 01, 02 und die Namen des Tracks. Wo ich meine, dass ein Sampler ist, was immer wieder vorgehoben ist. Also wie nennt man Sampler richtig? Wenn ein Sampler sieht verschiedene Künstler, ich mache mal den Namen des Künstlers in den Track-Titel rein. Okay? Und theoretisch weil ich weiß, ob jetzt hier das Audio anschauen. Ja, das ist hier aus dem Laptop. Aber das ist das, was ich gerade für den Fall habe. Jetzt kann ich sehr wunderschöne Musik dann programmieren genießen. Ja, das ist halt das ist der Preis, aber die umgehört in einem ukrainischen Plattengeschäft, in einem guten Geschäft. Das ist nett, dass ich eine Postkarte. Okay, das machen wir so, das Coping. Noch Fragen dazu?